Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich danke euch, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mich hat ein bisschen das Blumenfieber gepackt. Endlich lässt sich bei uns in Österreich der Frühling blicken. Wir haben die ersten Sonnenstrahlen und deswegen starten wir direkt rein ins Video. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Gut, ich habe hier schon meine Leinwand vorbereitet. Ich möchte es heute ein bisschen eleganter halten. Ich möchte die Leinwand unterteilen. Ich möchte die eine Seite mit weißer Basis machen und die andere mit weinroter Basis. So, ich beginne einfach mit der weißen Farbe. Ich ungefähr auf die Leinwand. So, das reicht uns schon. Sehr gut. Gut, soweit das hätten wir. Nun möchte ich die untere Seite unserer Leinwand mit Dunkelmagenta oder Weinrot bedecken. Diese Farbe habe ich auch in meinem Riesenprojektvideo verwendet. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch gerne mal hier oben. Schaut euch das an, das war einfach der Wahnsinn. Aber wir sind heute bei diesem Bild. Also, gesagt, getan. Ich trage die weinrote Farbe hier unten auf, ungefähr an der Linie vom Weiß. Genau, das reicht uns schon. Verteile die ganz leicht mit meinem Holzspatel. Das ist wirklich eine tolle Farbe geworden. Die habe ich mir selbst zusammengemischt. Dafür habe ich Primary Magenta von Amsterdam benutzt und diese mit ein bisschen Schwarz verdunkelt. Und jetzt ist es so ein richtig toller, schöner Bärenton geworden. Liebe ich sehr. Gut, das Ganze werde ich jetzt auch noch ein bisschen ausdehnen. Jetzt cover ich hier noch einmal kurz mit meinem Finger die Ränder. Wunderbar! Also, unsere Basis ist geschaffen. Ich werde jetzt einmal noch ganz kurz mit dem Brenner drüber gehen, wenn ich ihn finde. Ja? Ich werde jetzt einmal eben noch kurz mit dem Brenner drüber gehen. Ich habe ganz, ganz kleine Luftbläschen in der Basis, aber schon sind die verschwunden. Gut, ich habe euch gesagt, ich möchte es heute ein bisschen elegant halten. Momentan liebe ich die metallischen Farben von Amsterdam, benutze ich die. Wir benutzen heute ein Gold, ein Bronze und als kleinen Farbklecks nehmen wir Primary Magenta, auch eines meiner Lieblingsfarben. Ich werde jetzt entlang unserer Mittellinie einen färbigen Streifen ziehen in den gerade genannten Farben. Ich überlege, ob ich vielleicht noch ein bisschen Schwarz einarbeite. Das schaue ich mir dann gleich an. Also ich starte mit Primary Magenta. Nehme mir ein bisschen Farbe auf das Spatel auf und gehe entlang unserer mittleren Linie. Ich trage die Farben jetzt eigentlich fast ausschließlich mit dem Spatel auf beim Blooming. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe so ein bisschen mehr Kontrolle darüber, wie viel Farbe ich tatsächlich verwende. Sehr gut. Anschließend verwende ich Reichgold von Amsterdam. Ihr könnt hier sehen, meine Farben sind wirklich super zähflüssig. Das macht es mir beim Auftrag einfach ein bisschen leichter. Zum Mischverhältnis kann ich vielleicht noch sagen, meine Blumenfarben sind im Verhältnis 1 zu 1 zu 1,5 abgemischt. Das bedeutet, ich habe ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Floetrol oder Acrylmedium, je nachdem, was ihr zu Hause habt, wenn ihr es nachführen möchtet, und 1,5 Teile Wasser. Das macht für mich die perfekte Fließfähigkeit von meinen Farben. Es funktioniert für mich ausgesprochen gut. Wenn ihr es nachführen wollt, probiert es gerne auch mal aus. So, die nächste Farbe, die ich auftrage, ist dieses Bronze. Schaut euch mal das Bronze an. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera so schön, wie es hier vor mir aussieht. Das ist so glänzend. Auch von der Marke Amsterdam. Diese Farbe liebe ich. Also die macht tatsächlich so viel. Ich nehme sie hier tatsächlich auch nur als Highlight. Aber ihr werdet dann sehen, das wird unserem ganzen Bild so einen schönen Schimmer geben. So, okay, meine Farben sind aufgetragen. Ich habe mich schon dazu entschieden, dass ich noch ganz wenig Schwarz auftrage. Ich mache nur einen dünnen Streifen einmal über unsere Farben drüber. Jawohl.
Auch hier könnt ihr sehen, es ist super zähflüssig. Die Farbe reißt nicht ab, wenn ich sie vom Spatel auftrage. Das wollt ihr haben beim Puring. Gut, also ich möchte eine schöne Blume schaffen. Dazu brauchen wir unseren Haartrockner. Meiner steht hier. Und nun werde ich die Farbe von unten nach oben ausblasen. Ja, das hat schon mal super funktioniert. Schaut euch mal an, wie schön das Primary Magenta hier oben aufgeht auf dem weißen Untergrund. Ziel ist es ja heute, eine dunkel schattierte und eine hell schattierte Seite zu schaffen. Dazu nehme ich mir jetzt noch meinen Strohhalm. So. Und jetzt werde ich mal schauen, ob ich die Blütenblätter noch ein bisschen schöner auspusten kann. Es könnte sein, dass wir noch ein bisschen Farbe nachtragen müssen. Das sehen wir aber dann gleich. Also, ich beginne hier unten einmal mit dem Strohhalm drauf zu pusten. Ja, also, wir brauchen noch ein bisschen Farbe, Leute. Es hilft alles nichts. Ich trage noch ein bisschen Farbe nach. Ich beginne mit Bronze. Dann möchte ich Gold. Jawohl. Ein bisschen Primary Magenta, was so schön ist. So. Und dann blase ich das Ganze nochmal aus. Ja, super sieht das aus. Dann möchte ich hier auf unserer dunklen Seite noch ein paar hellere Akzente schaffen. Und zwar nehme ich noch ein bisschen Gold. Ich nehme ein bisschen Weiß. Ja, genau, das reicht uns schon. Ich nehme unser schönes Bronze. Ganz kleines bisschen Primary Magenta. Wunderbar. Und blase es erneut aus. Ja, und das ist es, was ich sehen wollte. Nun werde ich mit meinem Strohhalm noch ein paar Feinheiten schaffen. Jawohl. Super schön.
Ja, das ist es, meine Lieben. Echt gut. So, jetzt können wir uns noch überlegen, ob wir ganz vorsichtig mit unseren Fingern noch ganz kleine Muster ziehen. Ich mag das immer recht gerne. So, um quasi unsere Ranke eins werden zu lassen. Ja, das ist es. Mach das gerne ohne Handschuhe. Oh Gott, meine Finger. Ja, super gut. Okay, ich bin zufrieden, meine Lieben. Kommt mal ein bisschen näher ran, dann zeige ich euch das. Schaut mal, wie schön hier unsere Zellen aufgegangen sind. Man sieht einen tollen Kontrast von hell zu dunkel. Ich liebe dieses Farbspiel. Ich hoffe, ihr liebt es genauso wie ich. Wenn dem so ist, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Das zeigt mir einfach eure Wertschätzung und dass euch meine Bilder gefallen. Ansonsten, meine Lieben, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es würde mich sehr freuen, euch in der Familie begrüßen zu dürfen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.